Hallo meine Lieben, heute gibt es nochmal ein Craft-Update für ein Mini-Album. Wieder von der gleichen YouTuberin, die ich momentan nur gucke. Das ist das, was ich so den ganzen Sommer über getrieben habe. Das waren immer, ja, konnte man immer ein bisschen was machen. War ja eigentlich viel zu warm. Ich habe wirklich nicht viel am Basteltisch gestanden. Und da habe ich gedacht, ich mache ein Einschulungsalbum. Das sollte eigentlich ein bisschen aussehen wie eine Tafel. Hat es dann irgendwann nicht mehr, deswegen habe ich hier diese Tafellinien, die so manchmal auf der Tafel drauf sind, noch gemacht. Und habe hier noch, wo man auch vielleicht ein Foto draufkleben kann und hier nochmal das APC. Mehr Deko habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, ich weiß nicht, ob da vielleicht noch was kommt. Das ist ein Album in der Box. Also das habe ich hier rundherum so mit holzmäßig gemacht. Und dann kann man es aufklappen. Und dann klappt hier auch das Album auf. Also die Seiten sind lose und hier sind die Seiten fest. Dann habe ich hier auf der Seite noch was reingeklebt. Mal gucken, ob ich da noch eine weiße Mattung hier und hier hinten drin mache. Kann man vielleicht auch die Einschulungsfotos oder irgendwas anderes. Jedenfalls kann man hier Namen und Datum hinschreiben. Und dieses ganze Album habe ich mit A3-Papier gemacht, weil ich eigentlich kein Papier hatte, was in dieser Größe gepasst hat, weil die Länge über 11 Inches ist. Ich hatte Glück, ich hatte noch vom Faltkarten diese ganzen A3-Papiere bei mir in der Schublade. Und das waren zwar nicht alles die gleichen Farben, aber ich fand für die Einschulung, dass es so ein bisschen bunt ist, gar nicht so schlecht. Das Ganze geht dann hier los mit so einer Tasche, auch wieder mit Magnet geschlossen. Kann man hier ein bisschen was reinstecken. Und hinten dran wieder gleich eine Fotomatte. Dann schiebe ich euch mal rüber. Kann man das Ganze aufklappen. Und hier aufklappen. Dann immer mit jeweils Fotomatten. Die muss ich noch wegradieren, habe ich noch die Größe stehen. Dann hier ist die Fotomatte so. Und dann kann man das Ganze hier und hier wieder rumklappen und hat dann hier noch so eine Pockettasche. So und so. Ihr seht, wie groß das ist. Das passt überhaupt nicht aufs Bild. Und dann klappt man das Ganze wieder zu. Ich weiß selber nicht mehr, wie rum so rum. Genau. Und das ist dann so die erste Tasche, wo hier hinten noch was drin ist. Da habe ich immer, wenn was ist, ein Band dran gemacht. So. Hier so ein etwas größerer Tag, der von vorne nur so aussieht. Hier wieder Fotomatten und hier ganz bunt. Was ich genutzt habe dafür, setze ich euch in die Infoliste. Das sind, glaube ich, alles Pastellpapiere gewesen von Faltkarten. Müsst ihr dann mal schauen. Was bei mir hier ist, da bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Ich weiß nicht, wie ich es euch jetzt am besten zeige. Ist hier die Klebebindung. Die geht mir immer wieder auf. Und ich denke, dass ich beim nächsten Album, das ich mache, die Hinge-Bindung nehme. Ich mache das nicht nochmal mit dieser 1 cm Bindung, weil das ist unheimlich schwer. Schon alleine das hier wiegt bestimmt 500 Gramm oder ein bisschen mehr. Und ja, das ist echt schade, weil das eigentlich so nicht geht. So, dann haben wir hier nochmal eine Pockettasche. Ich schiebe euch mal wieder höher, wo auch ein Tag drin ist. Also von diesem Papier. Hier von dem Designpapier Back to School war ich dann doch nicht ganz so begeistert, weil es mir ein bisschen zu wenig Schulthema drin gewesen. Also waren eher weniger. So, das Ganze, was hier so zu war, kann man dann aufklappen. Kann man hier nochmal ein Foto reinmachen. Und das Ganze geht dann auch wieder hier rum. Hier habe ich Text drin und habe ich einfach so einen Bordürenstanzer genommen. Fand ich irgendwie schöner. Da kann man noch mal kleine Fotos reinmachen. Die sind dann hier hinten in der Tasche drin, wenn man es umklappt. So, dies und dies.
Und dann haben wir hier ich muss das selbst mal gucken, so eine große Tech-Tasche. So, wo das drin ist, genau. Kann man das wieder rum. Dann ist hier auch wieder ein Tag dran. Da hatte ich Sticker verschiedene. Bei Back to School war was drin. Dann hatte ich beim Woolworth gab es schöne Einschulungssticker. Und irgendwo habe ich noch welche her gehabt. Überall hängt noch so ein bisschen Kleber. So. Und dann kann man hier wieder zwei Seiten aufmachen. Und hat hier auch wieder die Möglichkeit, ein Foto zu platzieren. Und hier haben wir dann wieder eine Tech-Tasche, also eine Pocket-Tasche, wo einmal ein weißes drin ist und einmal das. Kann man dann auch legen, wie man möchte. Ich habe das extra so genommen, dass es das wieder aufnimmt. Hier haben wir dann wieder die Möglichkeit, ein paar Fotos zu kleben. Das kann man dann wieder rum. Und das ist wieder eine Tasche. Die habe ich mit Magneten gemacht. Und da kann dann wieder was rein. So kleine Erinnerungen, was auch immer. So, und jetzt hier habe ich extra den Hasen genommen. So, das solltet ihr natürlich auch sehen. Wo man hier ein bisschen untergreifen kann, den habe ich den Kopf festgeklebt, damit man das hochmachen kann. Und dann kann man den ganzen hier nämlich rausziehen. Das ist dann so ein etwas größerer Tag. So, dann sind wir hier schon auf der letzten Seite. Das ist so ein kleiner aufgeklebter Pocket, wo dann ein großer, ein mittlerer, ein kleiner Tag drin sind. Und das habe ich noch extra gemacht. Ich finde es ganz witzig, dass man vielleicht, wenn das Kind mal erwachsen ist, Last Day Schul machen kann, wo dann vielleicht ein Bild vom letzten Schultag drauf ist oder so. Und hier hinten hat man dann noch so eine Riesentasche, wo man ganz viel Zeug aufheben kann, was einen an den Tag so erinnert oder die ganze Schulzeit. Und da habe ich ein paar Tags reingetan, die man dann auch nutzen kann. Ja, das ist so eine richtige Falttasche, die richtig groß ist. Und wie gesagt, hier hinten ist das nicht so. Die Seite ist auch fest. Das ist die erste und die zweite Seite, die leider mit der 1 cm Bindung nicht festhalten. Wobei die erste noch geht. Die zweite ist ganz katastrophal. Ich habe die jetzt schon nachgeklebt, aber das funktioniert nicht. Also ich weiß noch nicht, was ich da vielleicht anders mache. Also ich persönlich finde eine Hinspindung wäre hier besser. Muss ich mal gucken, wenn ich das nächste mache. Das war erstmal so ein Probestück. Und falls es vielleicht jemand haben möchte, würde ich auch gerne tauschen. Also, wenn jemand Interesse an diesem Album in der Box hat, schreibt mich einfach an. Vielleicht finden wir irgendwas, was wir zusammen tauschen können. Das war's bis jetzt. Also, das Sinn hinten habe ich noch nicht gemacht. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, was ich darauf klebe. Die YouTuberin hat hier lauter kleine Schnipsel von den Resten genommen. Aber ob das dann noch mit dem Rest zusammenpasst, weiß ich noch nicht so recht. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Vielleicht meldet sich jemand und hat einen Wunsch, dann mache ich das noch. Okay, das war's bis hierhin. Bis zum nächsten Video. Tschüss.